Geht es heute auf meinem Kanal weiter mit Beauty-Videos. Natürlich höre ich nicht ganz auf mit Vlogs, also zum Beispiel nächsten Monat fahren wir aufs Airbeat und aufs Perucaville. Da werden noch zwei heftige Videos auf euch zukommen, aber heute machen wir weiter mit Beauty. Ja, ich zeige euch heute, wie ich diesen Look hier geschminkt habe. Mein Alltags-Make-up und dann würde ich sagen, starten wir direkt! Hier neben euch steht übrigens der Spiegel, also wundert euch nicht, wenn ich mal nicht direkt in die Kamera gucke. Ja, ich fange jetzt erstmal an. Also mein Alltags-Make-up ist ziemlich schlicht. Vor allen Dingen jetzt ist gerade Sommer und wir haben es 30 Grad draußen und es ist so warm. Naja, ich fange als erstes an. Mein Gesicht ist natürlich eingecremt, gewaschen und so weiter. Mit dem HD-Concealer von NYX haben wir hier. Den benutze ich eigentlich fast täglich. Das ist die Farbe CW04. Das ist die einzig gelbstichige Farbe aus der Reihe. Und das mache ich eigentlich nur erstmal unter meine Augen. Ein bisschen. Das ist übrigens fast alle auch. Aber den mache ich erstmal unter meine Augen, weil der ist echt gut deckend. Also das ist eigentlich mein Lieblingsconcealer, auch aus der Drogerie. Mache ich ja noch ein bisschen hier hin, weil hier vergisst man oft die Schatten, die man hier hat. Und wenn man die vergisst abzudecken, wirkt man trotzdem müde. Mein Beauty Blender, der ist noch von heute Morgen benutzt, also wundert euch nicht. Ja, das verteile ich jetzt erstmal. So. Dann benutze ich im Sommer manchmal Make-up, manchmal nicht. Habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Aber sonst, wenn ich es benutze, benutze ich im Moment dieses NYX Can't Stop Won't Stop. Die Foundation benutze ich im Moment. Wer kennt die gerade? Ja, in der Farbe... Wo stehen die? Buff. Buff ist meine Farbe im Moment. Ja, die benutze ich heute nicht. Heute mache ich einfach nur leichtes Make-up. Dann benutze ich einfach noch einen Concealer. Ich habe hier jetzt gerade noch den Löscher da von Maybelline. Der ist auch fast alle, also ist noch ganz wenig drin. Ich glaube, das wird das letzte Mal jetzt sein, dass ich den benutze. Auf jeden Fall verwende ich den jetzt hier so in meinem Gesicht. Und auch noch ein bisschen unter meinen Augen. So. Verblenden mit dem Beauty Blender. Einfach nur ganz leicht. So. Jetzt kommt das Wichtigste im Sommer. Puder. Ein absoluter Muss im Sommer. Ich habe hier mein Laura Mercier Translucent Powder. Man kann das ein bisschen sehen. Ich kann das jetzt nicht kippen, weil das loses Puder ist. Da gehe ich dann mit so einem Pinsel meistens rein. Das hier, der hier ist jetzt von Real Techniques, glaube ich. Ja, der Setting Brush. Den brauchen wir auch gerade. Dann haben wir, nehme ich das immer so und klopfe das ordentlich ab, weil da bleibt schon ziemlich viel hängen im Pinsel. Und mache das dann nur unter meine Augen. Weil das mattiert echt stark. Mache ich meistens auch noch ein bisschen. Ihr habt ihr gerade gesehen, in meine Lachfalten, weil die immer sehr ausgeprägt sind bei mir, weil ich sehr viel lache am Tag. Ja, den Rest mache ich dann mit meinem Studio Fix Powder in NC35. Dazu benutze ich auch einfach irgendeinen Pinsel, habe ich jetzt keinen besonderen für. Ja, gehe ich ein, zwei Mal rein und mache damit quasi mein ganzes Gesicht einmal drüber. Tupfen. So, Hals nicht vergessen, weil sonst den Make-up-Rand nachher. Das wollen wir ja nicht. So, dann mache ich weiter mit Contouring erstmal. Dazu nehme ich meinen Hoola Bronzer, den nehme ich eigentlich fast immer, also täglich. Und diesen Pinsel, der ist von Zoeva, der Luxe Highlight Pinsel. Den benutze ich immer, wenn ich nicht so starke Konturen haben will. Sonst benutze ich ja für stärkere Konturen diesen hier. Also der ist ja so abgeschnitten quasi.
Da kriegt ihr stärkere Konturen mit hin. Hier benutze ich jetzt auf jeden Fall den Highlight-Pinsel eigentlich. Und mache jetzt ein Duckface. Und konturiere mich. Leicht. Eine Seite. Ganz easy. Also mit dem Hoola Bronzer funktioniert das ganz leicht. Muss ich sagen, ist auch für Anfänger geeignet oder wenn es schnell gehen muss, der passt immer. Dann gehe ich mit diesem Pinsel, das ist so ein leichter, zusammengepresster, recht fest gebundener Pinsel, dem gehe ich dann in den Hoola Bronzer rein, puste den ab und konturiere meine Nase. So. Ein bisschen hier unten, an den Seiten und den Rest, der noch drauf ist, an die Nasenflügel. Ein bisschen mache ich dann noch an meinen Lippenherz, damit die Lippen nachher größer aussehen. Hier. Und etwas hier drunter. Das ist beides zur Vergrößerung der Lippen quasi. So. Dann nehme ich als Bronzer, ist im Moment mein Lieblingsbronzer, der City Bronzer von Maybelline. Der ist echt gut, der ist auch heftig pigmentiert, deswegen muss man echt aufpassen mit dem. Ja, da dippe ich jetzt mit auch irgendeinem Pinsel, der ist glaube ich von Ebelin noch, von damals. Mit dem dippe ich hier ein, zwei Mal rein. Klopft das gut ab, weil der ist richtig heftig pigmentiert. Reinpusten nochmal. Und dann auf die Wangen. Auf die Wangen. Den Rest noch auf die Nase. Und etwas auf die Stirn vielleicht. So. Dann würde ich sagen, machen wir direkt Highlight weiter. Dann sind wir schon mit dem ganzen Highlight fertig. Das ist der Champagne Pop von Becca im Moment. Der sieht so aus. Ja, der ist recht stark, aber das ist mein Lieblingshighlighter, muss ich sagen. Gehe ich auch ein, zwei rein, zweimal rein und tupfe das ab. Oh ja. Unter die Augenbrauen ein bisschen und andere Seite. Dann machen wir weiter, würde ich sagen, mit Augenbrauen. Augenbrauen habe ich die Dip Brow Pomade von Anastasia Beverly Hills in der Farbe Brown, nee, Medium Brown. Genau, und dazu nehme ich diesen Pinsel. Das ist so ein angeschrägter von Zu Eva. Ganz dünn, ganz flach und angeschrägt halt. Gehe ich dann ein paar Mal rein, streife das noch hier an meiner Hand ab, damit ich nicht zu viel kriege. Und fange dann an mit meinen Augenbrauen. Also ich kann jetzt erstmal nicht reden. So, da bin ich wieder. Das waren meine Augenbrauen. Soweit. Weil das hier jetzt zum Beispiel noch etwas hart ist, gehe ich da noch mit so einem Augenbrauen-Gel von Essence ist das jetzt. Gehe ich da einfach nochmal drüber. Bürste das quasi etwas aus. Dann nochmal über den ganzen Augenbrauen, damit die auch fixiert sind über den ganzen Tag. Genau. So. Das war's mit meinen Augenbrauen, würde ich sagen. Dann machen wir mal weiter mit meinen Augen. Da nehme ich jetzt einfach, nehme ich fast täglich immer den Hoola Bronzer einfach, das ist das Einfachste. Und gehe da mit so einem kleinen, fluffigen Pinsel rein, von Zu Eva ist der jetzt hier. Und mache das in meine Lidfalte etwas. Weil ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn das zum Rest des Make-ups passt quasi. Also wenn die Farben sich wieder auffinden im Make-up. Mache ich auch nur ganz leicht in die Lidfalte, damit die Tiefe ein bisschen mehr rauskommt quasi. So, dann gehe ich mit dem gleichen und drücke den einfach ein bisschen platt, damit er ein bisschen schmaler ist. Unter meine Augen und mache es da auch ein bisschen hin. So, ja, jetzt würde ich sagen, mache ich noch eben meine Wimpern und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Ich benutze im Moment eine Wimpernzange, weil eigentlich habe ich eine Wimpernwelle drin, da brauche ich die Wimpernzange nicht, aber im Moment ist sie raus. Ich kriege die nächste Woche wieder rein, also
Bis dahin muss ich noch mit der Wimpernzunge aushalten. Dann mache ich so. Halt das 5-6 Sekunden. Gehe wieder raus. Auch meine Wimpertusche benutze ich übrigens die Catrice Glam Doll Mascara. Das ist eigentlich meine Lieblingsmascara. Die hat ein Silikonbürstchen und ist ganz fein. Die trennt also quasi jede Wimper. Und wasserfest ist auch ganz wichtig bei mir irgendwie. Weil wenn ich keine wasserfeste benutze, dann lagert sich das hier oben immer ab bei mir. Deswegen, ich benutze eigentlich immer wasserfeste Mascara. So, und jetzt habe ich zum Beispiel hier oben gekleckert, seht ihr das? Ist aber nicht so schlimm, da warten wir jetzt, bis es trocken ist, weil dann geht es besser runter, bei wasserfest. Da könnt ihr nämlich einfach einen ganz normales Q-Tip nehmen. Und wenn das trocken ist, geht ihr dann hier einmal drüber, wo ihr ein bisschen gekleckert habt. Und hier. Und schon ist das verschwunden. Dann mache ich meistens meinen Lidschatten noch einmal kurz drüber, der sich ja ein bisschen verwischt. Aber sonst war es das. Dann mache ich meistens noch irgendwas auf die Lippen, irgendwie, keine Ahnung, entweder was Pflegendes oder Lipgloss. Ich habe jetzt einfach hier einen, der ist glaube ich von Boutique sogar. Mit dem Beauty Blender bin ich jetzt über meine Lippen gegangen, damit der ein bisschen meine Kontur besser ist. Oft mache ich dann noch Highlighter über meine Lippen. Dann sehen die auch noch mal ein bisschen geformter aus. So, das war es dann eigentlich auch schon mit meinem Look. Ich denke, so würde ich rausgehen. Und ich denke, so gehe ich jetzt auch raus. Auch wenn das Wetter nicht mehr so geil ist. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!